Ja, hallo und herzlich willkommen zum neuen Video hier bei mir auf dem Kanal. Heute das Sanremo Land 910 Plus. Habt ihr gesehen, wie leicht das aufgeht? Ja? Boah. Mal gucken mit der linken Hand. Warum das so gut läuft, das liegt daran, dass es eine Kugel, also dass es da keine Washer drin sind, sondern ein Kugellager. Und damit kann man auch dann den Bremen-Move machen. Der geht so nach vorne und dann gleiten nach oben. Zack, ist der draußen. So, kommen wir zum Messer. 19,9 cm Gesamtlänge. 8,5 cm verwertbare Klinge. Und die ist 3 mm stark. Und ist hier oben abgerundet. Wir haben Jimping. Jimping ist wichtig. Ja? Die Daumenpins auf beiden Seiten sind blau anodisiert. Und auch die Lanyard-Hülse ist auch blau anodisiert, wie ihr seht. Wahnsinn, oder? Stahl 12C27 gibt es im Augenblick wirklich für ein Apfel und Ei überall im Internet. Sei es bei Micha von Josiah Shop oder Gearbest, wo auch immer. Ihr kriegt das wirklich teilweise für bis zu 14 Euro. 12C27, ja? Überlegen wir mal, was kriegen wir denn für Messer mit 12C27 für den Preis? Puh. Aber aufpassen, ja? Wenn ihr den Liner Lock drückt, das Ding fällt sofort runter. So leicht geht das. Ja? Also ich mache es immer so, dass er bei mir auf den Daumen kommt, auf den Daumennagel. Da passiert nichts. Jo. So, alles in allem, wie ich das Messer, schlappe 127 Gramm. Ja? Und viele können sich im Augenblick gar nicht halten vor Freude, dass das Sanremo 910 Plus oder Sanremo Land 910 Plus wieder da ist. Weil es gab ja zwei Ausgaben. Einmal hatte das erste Modell hier oben noch so einen Schieberegler, um den Linerlock zu sperren. Und die zweite Version hatte den Schieberegler nicht. Die erste Version, wenn ihr jemanden kennt, der das hat, der gibt es nicht her. Ja? Und ich kann jedem nur raten, holt euch das, solange es das noch gibt. Ja, denn ich weiß nicht, wie lange Sanremo das wieder laufen lässt. Oder ob sie vielleicht mal wieder eine Version mit dieser Linerlock-Sperre bauen. Das wäre natürlich cool. Ein bisschen die Freude trübt, dass das Messer kleiner ist als das Original. Deshalb habe ich noch ein Vergleichsvideo gedreht. Das kommt morgen. Und ja, also 127 Gramm, 12C27er Stahl, der Hammer. Die 10 Griffschalen. Ich habe leider im Augenblick nur das auftreiben können mit den grünen Griffschalen. Das ist schon sehr grob. Das G10 verarbeitet. Gürtelclip, ich sag's. Ich meckere immer über die Leute, die sagen Gürtelclip. Das ist kein Gürtelclip, das ist ein Hosentaschenclip. Der ist umsetzbar. Rechts, links, aber nur Tip up, also nicht Tip down. Ja? So, da ich Rechtsträger bin, habe ich das so in der Hosentasche und hier ist das Ende von der Tasche und so kann es dann auch nicht aufgehen. Ne? Also dafür, dass es so leicht aufgeht, es drückt ja gegen die Hosentaschenwand, hätte ich jetzt fast gesagt. Aber ihr wisst, was ich meine. So, ja. Linerlock, eine richtig große Aussparung, sollte man mal bei Chris Reeve nachgucken, ob sie das mal nachbauen. Hä? Ja? Gut, das originale Sanremo Land oder Sanremo 910 Plus war ja als Chris Reeve Sebenza verschrien und viele haben darüber gemeckert. Aber so ist das halt, Leute. Ein schönes Design wird gern kopiert. Und wenn ich das für den Preis kriege, überlegt mal, wie viel Messer ich von dem Preis oder aus der Preisklasse kaufen kann, bis ich an einem Messer von Chris Reeve dran bin. Dann müsste ich ja bescheuert sein, oder? Also, ich mache jetzt auch keinen Kokosnuss-Öffner-Test. So ein Messer ist zum Schnitzen da, ja? Oder, sag mal, um Brote zu schmieren, Kartons zu öffnen, vielleicht Plastikstrapse durchzuschneiden, aber ich zerschneide da kein Paracord mit, öffne keine Dose, öffne keine Kokosnuss. Das ist ein Test, die sagen für mich nichts aus.
Aber hier so Schnitzen, wofür holen wir denn die Messer, um zu schneiden? Ne? Und das Ding beißt sich wirklich böse durchs Holz. Und aufpassen, nicht, dass sich das böse durch euren Finger beißt. Ja? So, eigentlich war es das schon. Kurzes, schnelles Review über einen Klassiker, neu aufgelegt. Sehr schön. Das macht einen Heidenspaß. Ihr habt es in den Fotos gesehen, neben meinem Benchmade Cryptilian gehalten. Ja, mein EDC-Messer, ich habe beide im Augenblick dabei. Das will ich ja gar nicht mehr weggeben, also gar nicht mehr aus der Hose rauslassen, aus der Tasche. Ja. Aber habe das hier jetzt bestimmt schon 2 Wochen mit dabei, um es halt zu testen. Mach mir morgens dann meine Brote mit. Ja, schneide Gurte durch auf der Arbeit, wenn die defekt sind. Und oder Folien, ja, versucht da Papierstreifen rauszuholen, um die halt scannen zu können, weil wir ja mit Sendeverfolgung arbeiten und die durch die Folien nicht scannen können. Und das Ding hat sich echt bewährt, ja, schöner Low-Budget-Folder und da ist er wieder. Holt's euch, solange ihr es noch kriegen könnt, Sandrenmulant 910 Plus. Oh nein, das Video ist nicht gesponsert, das Messer habe ich mir gekauft. So, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Wie immer gilt, tschüss Madio, schwenkt de Hut, tschüss ab und schwenkt die Kapp. Der Primo.